Das zugemauerte Bieser Tor. Das Bieser Tor war zeitweilig zugemauert. Das verärgerte die Einwohner der Stadtteile Pulvermühle und Verlorenkost, denn sie mussten, um in die Stadt zu gelangen, einen anderen, längeren Weg nehmen, der entweder über den Verlorenkost oder über den Fetschenhof durch das Trierer Tor führte. Erst 1851 ließ die Militärkommission des Deutschen Bundes das Tor wieder öffnen, unter der Bedingung, dass die Passage nicht mehr als 1,20 Meter breit wäre.